Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, also jetzt geht's bei Transport Defender weiter. Da gibt es einiges zu tun. Als erstes mal das Quacking Timer Protokoll ausschalten. Und hier gibt es ein neues Update. Das ist erst gestern oder jetzt schon vorgestern rausgekommen. Also jedenfalls am 27. Da sind ein neues Prestige-System aktiviert worden oder halt freigeschaltet, also eingebaut worden. Da kann das Maximallevel für bestimmte Features hochgesetzt werden. Da komme ich gleich dazu. Als erstes geht es darum, den Sentinel-Reset zu machen. Oh no, es gibt jetzt auch noch ein Prestige-Protokoll. Das heißt, das wird dann, ja, das ist dann die Aufgabe für das übernächste Sentinel-Reset, zu schauen, dass ich dann nicht nur bis Level 13 komme, sondern tatsächlich bis Level 15. Und dann dort in der Lage bin, mir das Prestige-Protokoll zu aktivieren. Bonus Sektor per PP minus 10.000 mal Level. Ah, okay, das heißt, im Moment brauche ich pro Prestige-Point 1 Million Sektoren, die ich clearen muss. Und wenn ich das dann anhebe, dann kann ich mit jedem Level 10.000 weniger machen. Also ich benötige dann für den nächsten Punkt 10 weniger. Und es gibt maximal 10 Level. Das heißt, ich kann es um 100.000 senken. Das heißt, dann bekomme ich einen Prestigepunkt pro 900.000 statt pro 1 Million. Okay, ist jetzt nicht so gravierend, aber da kommen wir später dazu. Jetzt geht es erstmal darum, den Sentinel-Reset zu machen. Und zwar bevor ich als nächstes meine Weapon Parts Delivery aktiviere. Sind zwar schon alles voll, aber die müssen jetzt noch ein bisschen warten. Weil ich will natürlich auch das Nullifier-Protokoll auf Max bringen. Das heißt, da fehlen mir noch 5 Level. Und natürlich sind die Sentinel-Level, die da dazukommen, auch noch relevant. Aber bevor das losgeht, muss ich erstmal noch das restliche Cargo ausgeben. Und zwar natürlich mit dem Maximalbonus. Deswegen auch die Deaktivierung des Quacking-Timer-Protokoll, damit er mir jetzt nicht dazwischen fuscht, während ich hier meine Batterien benutze. Also als erstes geht es darum, dass ich jetzt das maximalen Bonus haben möchte für das ausgegebene Cargo. So, der aktuelle Bonus von den Features und anderen Bereichen wie Waffen und so weiter. Also auch hier gibt es sehr interessante, weil die sind inzwischen alle gekauft, habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Aber auch hier gibt es Nebenboni, zum Beispiel Transfer Duration. Mal gucken, ich glaube, der Weihnachtsbaum hatte sehr, sehr interessante Kombinationen drin. Also Damage war klassisch, dann Cargo Spend Bonus eben, der hat auch einen Cargo Spend Bonus dabei gehabt. El Cargo Bonus, Firing Rate und dann Weapon Parts Bonus, Cargo Spend Bonus nochmal und El Cargo. Also die sind inzwischen alle aktiviert, deswegen halt der Wert bisher 30.000. Aber da geht mehr. Als erstes nehme ich jetzt mal die Waffen rein. Hier passiert dann eh gleich nicht mehr viel, weil ich habe es im Moment so gemacht, dass ich ja meine Drohne so einrichte, dass sie für 4 verschiedene Boni maximiert wird. Also das eine ist klassisch El Cargo, das heißt, ich nehme einmal Ausrüstung, die mit El Cargo ausgestattet ist, dann eine weitere für die Weapon Parts, dass ich da Boni bekomme. Das zeige ich euch dann im Anschluss, wenn wir den Sentinel Reset gemacht haben. So, das andere ist Batterie-Uses. Da seht ihr, ich habe hier jetzt bereits Batterien, die haben eine Ladung von 55. Mal angenommen, ich verwende nur einmal in der Woche die Cargo Spend Boni, das, was ich jetzt für den Sentinel Reset nochmal mache, dann heißt es, mir reichten diese beiden Batterien schon für ein Jahr, um letztlich diesen Cargo Spend Bonus zu machen. Wahrscheinlich werde ich nicht so lange benutzen, weil ich werde vorher schon höhere Level erreichen mit höheren Cargo Spend Boni. Weswegen die wahrscheinlich vorher verschrottet werden, bevor ich die aufgebraucht habe. Hier ist noch eine etwas ältere Batterie, die halt nur 32 Ladungen hat noch übrig. Also die habe ich schon ein paar Mal eingesetzt, eben für die Weapon Parts, die kommt später dran. Also deswegen die Batterien und natürlich eben das, was ich jetzt benutzen werde, den Cargo Spend Bonus. Also einmal zwei Waffen equipped, die halt Cargo Spend Boni liefern. Und hier jetzt erstmal wieder alles Gerümpel raus. So, ist halt ein bisschen umständlich in der Bedienung, da wäre es schöner, einfach hier schneller mit einem Klick irgendwie die Dinger rauszuziehen, um die dann schnell wieder reinzubekommen.
Aber so ist es halt. Und warum nur diese 4 Sets? Weil es gibt ja doch ein paar andere interessante Sachen, wie zum Beispiel den Mana Spend, den MP Regeneration Rate. Aber das hier sind 1,05%. Also nicht 1,05 als Multiplikator oder 1,1, sondern 1,05%. Das war so wenig, das hat sich aus meiner Sicht nicht gelohnt. Deswegen lasse ich die weg, weil ich eben auch nur 60 Plätze habe. Und da insgesamt einmal hier die 10 plus die 4 Items, die hier benötigt werden, wenn ich die alle für entsprechende Sets zusammenstelle, bin ich ja schon bei 14. Das heißt, bis 60 kann ich mir also nur maximal 4 Sets leisten, die ich hier in den Lagerraum unterbringe. Und auch das, was ausgerüstet ist, ist ja trotzdem verbraucht Lagerplatz. Also, dann jetzt hier die Cargo Spend rein. Also ihr seht, das Inventory ändert sich nicht, sondern das belegt genauso den Lagerplatz, egal ob es ausgerüstet ist oder ob es nur im Lager liegt. Den Cargo Spend warte ich mal noch, weil ich müsste normalerweise 10 voller haben, also 10, die 2 Cargo Spend Items drin haben. Und die sind im Moment zwischen 1,2 und 1,25. Ich glaube, die 1,15 oder 1,1, die habe ich schon gar nicht mehr, weil die habe ich inzwischen schon deutlich bessere Items. Cargo Spend, okay, den bin ich gerade dabei aufzupäppeln. Das heißt, da fehlt mir noch das zweite Item, um den wieder voll zu machen. So, das heißt, ich bin jetzt von den 30.000 schon auf 2,2 Millionen. Und jetzt natürlich noch die beiden letzten Booster. So, 3 Millionen und 4 Millionen. Also, und jetzt geht es darum, ja. Die Kohle wieder auf den Kopf zu hauen, ist natürlich jetzt ziemlich egal, für welche Feature ich das ausgebe. Bevor ich den Reset mache, muss ich doch mit den Prestige Points anfangen, weil ich ja die Sachen hier sonst nicht zur Verfügung habe, weil ich weiß nicht, ob ich die sofort wieder freigeschaltet bekomme. Also machen wir da dann gleich nochmal einen Blick auf die Prestige Points. Ich wollte nochmal gucken, ob ich hier jetzt eigentlich nochmal mit Geld ausgeben irgendwas erreichen kann, weil normal hatte ich jetzt die Color Crystals sind auf Maximum. Die Weapon Levels, das läuft anders. So, die Unlocked Features. Oh, es gibt ein neues Feature, das sollte ich vielleicht noch kaufen. Da ist was dazugekommen. Hail to the King. Preis pro Level. L mal Total Priest. Ah, okay. Das heißt, der gibt einfach nochmal einen Damage-Bonus bezogen auf die Prestige Points. Also ich habe aktuell 14. So, dann werde ich die natürlich jetzt gleich mal noch kaufen. Ist ja ziemlich günstig. Und dann ist das auf jeden Fall wieder auf Maximum Damage, weil ich denke, das war vorher auch schon auf 20. Wahrscheinlich ist es runtergesetzt worden. So, das ist auf jeden Fall sichergestellt. So, die sind auch alle auf Maximum. Max Completed Sektor kann ich ja nicht so stark beeinflussen. MK-Upgrades habe ich auch über 1 Million gehabt. Das ist dann auch ausreichend, da muss ich nichts machen. UPS-Man sowieso. MK-Rerolls habe ich auch Maximum. So, Sentinel, da kommen wir gleich weiter, sobald ich den Reset gemacht habe. Das passt soweit. Das heißt, ich kann das jetzt einfach irgendwo auf den Kopf hauen, wo ich sie möglichst schnell loswerde. Also nochmal, ich habe jetzt 693 Sentinel Points, die freigeschaltet werden und muss eigentlich 2,28 hoch 25 für das nächste ausgeben. Mal gucken, wie viel ich mit meinen 3 hoch 23 tatsächlich bekomme. Also, hier die Feature aufleveln. So, da kann ich das einfach dann hier ausgeben. Ach ja, genau, mein Frozen Cargo darf ich natürlich nicht vergessen. Das soll natürlich auch ausgegeben werden jetzt, weil jetzt brauche ich das ja nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal noch eine Stufe runter, dass wir auch da genug haben. Ah ja, genau, den kann ich nochmal mitnehmen. Okay. So, und was hat es gebracht? Über 100 Sentinel Points. Also der Cargo Spend Bonus ist schon immens wichtig. Ja, jetzt habe ich natürlich eine Batterieladung verschwendet, aber egal, das ist jetzt auch nicht so schlimm bei 55, weil hätte ich die natürlich vor dem Reset nochmal rausnehmen können, aber dann hätte ich sie auch danach wieder reintun können, also ist so oder so egal. Also die erstmal wieder raus. Die anderen Sachen kann ich dann gleich schon mal umstellen, weil danach soll ja die Weapon Parts Boni aktiviert werden, weil ich will ja dann die Weapon Part Mission machen. Also, das schon mal rein und hier auch die Weapon Parts rein. Hier auch wieder raus. Bei Weapon Parts habe ich noch keine 10 Devices zusammen. Deswegen gucke ich dann, was dann so das Maximum ist. Beziehungsweise ich nehme auch einfach die 4
größten Cargo-Sachen rein. Also die sind ja im Moment immer noch im Vorsprung mit 290 und 280. Das heißt, die kommen als erstes wieder rein, um natürlich hier das Maximum zu ermöglichen, was hier die Weapon-Parts angeht. Also jetzt im Moment natürlich ziemlich wenig, weil ich bin natürlich aktuell auf einem niedrigen Drohnenlevel, solange die nicht ausgerüstet sind. So, der MP Generate. Genau, also hier könnt ihr auch nochmal schauen. Ich habe da 2x 1,15 drin und ich bin jetzt bei 2,19 und wenn ich den rausnehme, bin ich bei 11,97. Das heißt, das ist 0,2 pro Stunde mehr. Das ist relativ wenig, was da einfach mit möglich ist. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, im Moment die Regeneration-Rate für die Mission Points wirklich gezielt als ein Set zusammenzustellen. Mal davon abgesehen, dass sie auch furchtbar selten sind. Also dass es ziemlich lange, lange dauert. Weil natürlich die meisten sind Damage und Money Bonus, die ich im Moment eigentlich alle immer wieder verschrotte dabei. Und deswegen auch inzwischen jetzt 10.000 Dust angesammelt habe, von denen ich natürlich hoffe, dass irgendwann eine Verwendung dafür ist. So, und dann haben wir hier noch einen Weapon Point Bonus. So, und jetzt kann ich mir einfach noch aussuchen, mal gucken, was braucht er im Moment noch? 10 mehr. Das wird natürlich noch ein bisschen mehr. So, die 1031 ist im Moment eins der höchsten. Das kann ich ja nicht nehmen, weil ich ja maximal 4 von einem Typ reinstecken kann. Das ist auch zu beachten, wenn man das hier optimiert. Das ist nicht sinnvoll, die verschiedenen Sets auf einen Typ zu optimieren, weil ich kann ja maximal 4 von einem Typ machen. Ich sollte eben nicht mehr als 4 dann von einem Typ in ein Device reinstecken, weil sonst kann ich das ja eh nicht zusammen ausrüsten. Achso, also die maximal, so 2,28, der geht nicht, 2,30 und hier dann 2,31. Das heißt, der kommt dann rein. Und damit habe ich hier zumindest eine Basis von 1916. Da werde ich nachher natürlich die Batterie noch reintun und jetzt aber erstmal zum Sentinel Reset. Und da werde ich jetzt nochmal gucken. Ich werde jetzt nochmal auf 300.000 das Ganze anheben. Okay, 300.000 geht eh nicht. Gut, dann lasse ich es bei 200.000, das ist eine schöne glatte Zahl. Weil ich werde wahrscheinlich danach, nach dem Reset, nicht in der Lage sein, diesen Sektor zu machen. Aber ich kann auf jeden Fall deutlich schneller vorwärts springen, wenn ich den aktiv habe, als wenn ich die tatsächlich immer so wie jetzt durchlaufen muss. Immerhin, ich habe nur drei Waves, die ich pro Sektor brauche und dass sich jetzt das Ganze nochmal um eins verringert. Eben aufgrund des Protokolls, was ja mein Ziel war, heute zu aktivieren. Bevor ich jetzt den Reset tatsächlich mache, gehen wir noch mal kurz mit einem Blick auf die Prestige-Geschichte. Die habe ich mir schon mal zusammengestellt in der Gruppe 5. Die Prestige-Elemente, also es beginnt erst bei Feature 251. Das heißt, wenn ihr 251 noch nicht habt, ist das Prestige-Zeug für euch einfach aktuell nicht relevant. Genau, die ausgeblendet mit Anzeigen. Also das erste ist Jack in the Box. So, lohnt sich Jack in the Box? Es hat bei mir aktuell 17.000, was als Levels für die Webwaffen dazukommen. Hört sich ziemlich viel an, aber wenn ich mir angucke, okay, meine Level bei den Waffen liegen aktuell bei 2,9 Millionen. Also ich habe 3 Millionen Waffenlevel. Da ist so ein Ding ein Tropfen aus den heißen Steinen. Und ob ich jetzt hier Jack in the Box noch ein bisschen erhöhe oder nicht, ist für mich eigentlich vollkommen irrelevant. Und wenn ich mir dann gucke, oder wenn ich mir dann anschaue, also ich bekomme 100 Level dazu, das heißt, ich komme maximal auf 10% mehr. Okay, das wären dann 1100 an der Stelle. Und gleichzeitig wird das Ding teurer. Ich weiß nicht, ob das nur für die neuen Level gilt oder vermutlich eher für alles. Das ist jetzt bei 2,5 hoch 12, was mich hier das Maxen gekostet hat, nicht relevant. So viel werde ich auf jeden Fall auch danach wieder erreichen. Das ist bei anderen später wichtiger, weil es gibt ja nicht nur diesen Faktor von 50, es gibt auch einen Faktor von 1000 und damit sind wir gleich beim nächsten, dem Pink Rabbit. El Cargo Shines hört sich ja toll an, aber erstmal, das ist nur eine Chance auf vierfache Cargo und die habe ich jetzt bei 5% mit dem Maximum. So, wenn ich jetzt hier um 200 Level anhebe, dann steigt es um 20%. Das heißt, ich bekomme dann statt 5, 6%. Super.
und gleichzeitig erhöhe ich mir die Kosten um 1000. Das heißt, um 3 Zehnerpotenzen steigt es an. Das heißt, das Ausmaxen von diesem Ding würde voraussichtlich mindestens 1,6 hoch 21 kosten. Und das ist dann schon happig, weil ich bin ja im Moment gerade in den 20ern überhaupt erst gewesen, wenn mir das dann so teuer wird. Also deswegen ist das für mich an der Stelle auch nicht so sinnvoll. Was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist dieses hier, Spare Parts, weil da ist plus 50 Level und Preis 100. Mal gucken, wie schnell das funktioniert. Auf jeden Fall die zweifache Weapon-Chance. Und da sind 50 Level. Hier an der Stelle schon 20%. Weil ich gehe eben um 50 Level hoch. Aber der Preis wird natürlich auch deutlich ansteigen, wenn auch nur um 100. 100 ist noch überschaubar. Das heißt um 2 Zehnerpotenzen mehr. Das heißt, bis hoch 20 kann ich das dann noch aktivieren. Aber deswegen, jetzt nehme ich das mal mit, kaufe mal die ersten mit den ersten Prestige Points. So, das nächste kostet jetzt schon 4. Und jetzt gucken wir mal, ja, was tatsächlich die Kosten sind. Also es hebt sich, ja, ist jetzt natürlich schwer einzuschätzen, ob die Basiskosten auch gestiegen sind. Auf jeden Fall habe ich jetzt natürlich nicht mehr genug Kohle, um da allzu viel zu kaufen. Man muss auf jeden Fall genau überlegen, ob einem das Feature tatsächlich einen Vorteil bringt oder nicht. Ich lasse es jetzt erstmal bei dem stehen und werde da jetzt noch nicht weitergehen, um die nächsten 4 auszupunkten, auch wenn ich jetzt noch 12 Prestige Points übrig habe. Das werde ich mir aufheben für spätere Sachen. So, bei den Batterien, ihr habt vorhin gesehen, ich habe Aufladung inzwischen von 55 durch das Setting. Da werde ich hier ganz sicher nicht nur um dort letztlich um ein Level anzuheben, also um eine Ladung dazu zu bekommen. Nicht das Geld ausgeben, was dafür notwendig ist. Also die Prestige Points machen an der Stelle für mich keinen Sinn, sie dort auszugeben. So, dann das Net Nurse, Dirty Cards, mal gucken, was die nächsten beiden sind. MK Discount, schauen wir mal, der Discount ist so gering. Auch die Vapes Gift Chance, die Chancen sind so vernachlässigbar klein, dass ich nicht wüsste, warum sich das lohnen sollte. Also gut, das hier ist jetzt natürlich noch nicht ausgemaxt. Das heißt, wir bekommen dann noch das Tausende, also 1, 2, 3. Das heißt, der Maximal-MK-Discount läge dann bei 25%. Aber kaufen wir mal 10, das müsste dann bei 2 kommen, also 0,25. Und genau, und das ist dann eben bis 1000 ist es noch das Zehnfache. Mal gucken, wie stark steigt es an. Also das zehnfache Preis und dafür 100 Level. Also es steigt dann um 10% an. Das heißt, wenn es 25% sind, dann sind es 27,5. Muss man sich überlegen, ob sich das lohnt. Im Moment habe ich die MKs ja vor allen Dingen gekauft, um das Achievement zu erfüllen. Also mal sehen, ob ich da später überhaupt so viel nachkaufen werde, aber wahrscheinlich schon, weil die MK natürlich auch noch ordentliche Boni geben, was den Schaden und so weiter angeht. So, die Wave-Skip-Chance, da gibt es auch 1000. Meine Waves sind ja jetzt eh dann schon ziemlich kurz, oder beziehungsweise ich habe ja dann nur noch 2 Waves pro Sektor. Mal sehen. Aber das wird wahrscheinlich interessant sein. Aber im Moment konnte ich mir eh noch nicht leisten, das Ganze zu maximieren. Das heißt, das Maximieren kostet mich jetzt schon 5 hoch 23. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt zu teuer. Also nicht lohnt, das Ding noch teurer zu machen. Also. Und dann geht es eigentlich schon los mit dem 341er. Denke ich, da kommt dann überhaupt nichts mehr. Also das Discharge ist für Batterien sowieso unerheblich für mich. Overdrive nutze ich aktuell nicht, weil ich im Moment ohne Overdrive fahre. Space Hamster dürfte sehr lustig werden. Allerdings auch hier das Problem, ich habe erstmal noch bis 1 hoch 26, um das Ding aufzumaxen von dem, was möglich ist. Und das gilt im Endeffekt für die anderen jetzt hier auch. Der Kompass Multiplier, Cargo Spend Bonus und so weiter. Solange ich mir ja noch nicht mal in der Lage bin, die Levelstufen hier jetzt aufzumaxen, werde ich mir doch auf keinen Fall antun, dass hier ein Preismultiplier draufkommt. Auch wenn die hier relativ gering sind mit einem Zehner, aber trotzdem machen sie es halt erstmal teuer. Also das heißt, insofern, ich habe im Moment mehr Prestige Points, als ich sinnvollerweise anwenden kann. Aber ich werde das sicherlich nach und nach dann tun und vielleicht beim nächsten Durchsatz, je nachdem, wie stark ich jetzt mein Cargo-Einkommen tatsächlich steigern kann und wie weit ich da komme, um welchen Zehnerpotenzen ich hoffentlich dort springen kann. Mal sehen, inwieweit dann andere Sachen sinnvoller werden. Also das Batterien wird mit Sicherheit außen vor bleiben und bei anderen
wie dem Jack in the Box und so weiter, ist es auch fraglich, ob sich das lohnt. Also deswegen schaut euch genau an, wo ihr aktuell steht. Es ist ein absolutes High-End, High-Level-Feature, bevor diese Sachen sinnvoll sind und bevor ihr hier nicht schon in Cargo schwimmt und diese Sachen alle auf Max habt, ist, denke ich, nicht sinnvoll, das weiter zu verteuern, sodass ihr hier gar nicht erst reinkommt. Also, soweit schon mal die Betrachtung eben mit den Prestige Points, weil ja sonst die Feature nachher nicht mehr direkt sichtbar sind an der Stelle. Dann kann ich die nicht so schön gefiltert zeigen und jetzt machen wir den Sentinel Reset. So, also 100, 800 Punkte. Und also, Ziel war zunächst einmal das Sockett-Schäfer-Protokoll. Dazu brauche ich jetzt Sentinel Level 13. So, 11, 12, 13. So, Bereich ist freigeschaltet. Ich kann es aktivieren und habe damit jetzt einen Sektor weniger. So, dann hier als nächstes die Weapon Points. Also bei der Drohne bin ich aktuell jetzt bei 1738 und das sollte mir hier dann auch einige Boni ermöglichen. 165, mal gucken, 1960. Also auch schon mal ein ordentlicher Bonus nochmal dazu. So, und danach den Autoklicker, den wollte ich ebenfalls ausmaxen. Da fehlen nur noch 8 Level. Sind ja auch bloß ein paar Punkte, die da notwendig sind. So, das heißt, für das nächste Sentinel-Level habe ich jetzt noch nicht genug. Klar, war ja auch nicht geplant, das weiter zu benötigen. Also 196 plus 225 ist dann das Ziel für das nächste. Plus natürlich hier Preisformular 250. Das heißt, ich brauche 2500. Okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, das auszumaxen. Ja, da ist natürlich die Frage, wie weit es dann beim nächsten Mal sinnvoll ist, schon zu aktivieren. Aber auf jeden Fall ein bis zwei Sentinel-Level sollten auf jeden Fall drin sein. Und die restlichen Punkte werde ich jetzt hier wieder. Jetzt kann ich die nur einzeln ausgeben. Ich glaube, ich kann hier nicht den Multiplier aktivieren. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass ich später tatsächlich die 1 Million Dinger alle selber manuell klicken muss. Auf jeden Fall die restlichen Sentinel Points halt einfach hier geben, weil eben das letzte Protokoll, was jetzt dazugekommen ist, ist noch nicht verfügbar und alle anderen sind auf Maximum bereits. Und dann kann ich mich letztlich darum kümmern, was ich jetzt an Punkten bekommen habe. Okay, den will ich auf dem glatten Wert haben und der bekommt den Rest. So. Okay, soweit den Sentinel Reset erledigt. Jetzt, bevor ich das andere starte, werde ich mich jetzt mal darum kümmern, dass ich hier natürlich auf den Sektor komme. Ich muss erstmal hier die Waffen kaufen. So, mal gucken, wie viel kann ich mir jetzt von den Waffen kaufen. Okay, das ist ja schon mal ganz ordentlich. So, das heißt, ich bin jetzt bei einem DPS von 52.000. Da bin ich jetzt im Moment gar nicht so weit weg, was hier den Progress angeht. Es sind nur ein paar Tausender Stellen. So, warum hast du jetzt eigentlich kein. Okay, da war die Anzeige nicht in Ordnung. Das heißt, hier kann ich jetzt die anderen Sachen dazu kaufen. Und hier natürlich die 100.000 Level dazu kaufen. So, MK-Dinger sind auch schon ein paar da. So, mal gucken. Dann kann ich eigentlich mal gucken, ob ich hier das Autobuy schon mal bekomme. So, also erstmal wieder ein paar Features einkaufen. Einige Features sind ja schon da gewesen jetzt. Gucken wir mal, was hier jetzt alles verfügbar ist. Also kaufen wir erstmal die 100er Level, soweit die halt nicht zu teuer werden. So, Weapon Autobuy is enabled. Okay. So, Weapon Drive, das muss ich dann später wieder sortieren, was ich alles deaktiviere, was ich nicht verwende. Entweder weil es mir andere Boni gibt oder ich mir das von woanders hole dann. So. Und die HT-Shooting machen wir natürlich gleich wieder aus. Das verwende ich nicht. Es geht nur darum, die Sachen zu maximieren. Auto-Use Adrenalin Rush kann ich auch gleich wieder disablen, weil wenn ich natürlich ohne Overdrive nachher arbeite, ist es nicht sinnvoll, den aktiv zu lassen. So, da sind die Autobuys jetzt schon mal aktiv. So, mal gucken, wie weit ich hier gehen kann, bevor da irgendwas ja, meine Preislage aktuell sprengt. So, es geht im Endeffekt nur darum, erstmal hier die ganzen Sachen zu aktivieren. So, Waves pro Sektor ist natürlich schön, da gleich schon mal den ersten Schäfer zu haben.
und dann da auch weniger zu machen. So, der AB-Intervall, mal gucken, kann ich den gleich maxen? Ja, ist kein Problem. Auto-Buy-Intervall ist dann auf jeden Fall schon mal deutlich niedriger. Das heißt, der kümmert sich schon um die ganzen Sachen, da muss ich mich dann nicht mehr kümmern. Aber natürlich kann ich hier auch schon mal anheben, dass die natürlich 100.000 oder so auf einmal kaufen. Und ihr seht, der Sektorprogress beginnt bereits. Also habe ich schon mal, starte schon mal bei 200.000, ohne dass ich da jetzt allzu viel Mühe reinstecken muss. Und lasse ihn dann jetzt eh erstmal laufen. So, wir gehen jetzt die Features weiter durch. So, wieder auf 100. So, Boss HP, das ist auch etwas, was ich deaktiviere, weil meine Damage reicht dafür normalerweise ohne Probleme aus. So, Online-Money-Generator, Weapon-Upgrade, Transfer-Duration-Bonus, alles wieder aktivieren. So, hier kann ich das AB, naja, machen wir erstmal weiter. Beziehungsweise, da ich ja jetzt den, also da der Bonus jetzt schon aktiv ist, kann ich jetzt eigentlich mit dem Ausmaxen anfangen. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht mehr angucken, ob ich es mir leisten kann oder nicht, sondern es läuft ja bereits. Und Cargo habe ich auf jeden Fall auch schon mal zur Verfügung. Muss ich jetzt natürlich nur bis 2000... Moment, da bist du höher eingestellt. Achso, genau. Weil natürlich die Boni da jetzt noch nicht verfügbar sind. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf 200.000 an der Stelle runter, weil ich muss sie ja so oder so durchlaufen. Das heißt, dann ist auf jeden Fall ab 200.079 der Reset frei. Und ich kann jetzt erstmal hier wild drauf loskaufen. Weil kostet ja nichts. Also kostet fast nichts. Beziehungsweise habe ich ja in kürzester Zeit hier dann den nächsten Bonus aktiv. Das heißt, bis hoch 15 kann ich dann direkt weiter einkaufen. So, das heißt, die maximierten kann ich dann schon mal wieder ausblenden. Kaufe die hier halt jetzt, die alle günstig genug sind und deutlich unter der Exponenten 8 liegen. So, 5, da ist gar kein Exponent, 6, 5. So kann man halt einfach schnell dann schon mal ein paar abhaken, um die ich mich dann nicht mehr kümmern muss. Auch wenn ich die nicht benutze, werden die natürlich ausgemaxt, weil die an anderer Stelle wieder Boni liefern, dass das alles so weit geht. So, da seht ihr jetzt zwar dann nicht die Werte, die zustande kommen, aber das ist eh nicht so wichtig. Hauptsache, die haben nachher einen Bonus und ich muss dann aufpassen, was ich letztlich deaktiviere. So, jetzt sind wir schon bei 7, das heißt, jetzt hört es auch ganz schnell auf. Und dann ist jetzt erstmal noch die Sache, die ganzen Dinger mit einem Level zumindest zu aktivieren, damit auf jeden Fall der Bonus, okay, den muss ich gleich schon mal wieder deaktivieren, die Funny Features hier, weil die Confirmation ist für mich natürlich uninteressant. So, dann kann man die auch schon mal aktivieren und letztlich disablen, weil von den Funny Features braucht keiner eins. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, die auf Maximum zu bringen, einfach um den Bonus für die maximierten Features dann nachher zu haben. So, also jetzt nochmal von unten. Ein Level jeweils kaufen. Soweit es eben schon klappt. So, und dann im Endeffekt nach dem ersten Reset gibt es dann die nächste Maximum- oder Maximierungswelle. So, ist natürlich auch sinnvoll, dass ich hier, je nachdem, wo es jetzt noch Weapon-Part-Boni gibt, dass ich die natürlich aktiviere, bevor ich meine Drohne loslaufen lasse, um die Weapon-Parts zu holen. Wobei ich nicht weiß, wie viele Boni es da jetzt direkt gab. Kann man gleich mal zusammenschauen. Ja, solche so 300 Feature dann halt nach und nach erstmal wieder zusammenzubringen, das dauert halt eine Weile. Und spannender ist dann gleich den nächsten Reset zu machen. So, meine Batterie habe ich ja, soweit ich weiß, nicht drin. Mal gucken, wie viel ich jetzt eigentlich schon von den Features wieder überhaupt gekauft habe. Weil ich habe natürlich nur ein paar kaufen müssen, weil ein Großteil ist ja allein durch den Sentinel-Reset schon wieder zur Verfügung gestellt. Und dann die Maximierung auf verschiedene Elemente. Weil der erste Reset ist jetzt eh noch nicht so gravierend, dass der dort schon entscheidend wäre, irgendwie für den Spielfortschritt. Wichtig ist einfach nur, dass ich ein paar 10er-Potenzen, was die Cargo angeht, hochkomme. Also ihr seht, hier sind ja jetzt eh schon
welche aufgelaufen, die einfach allein durch den Sektorprogress und so weiter zustande gekommen sind. Das heißt, da kann ich jetzt hier weiter schon mal die Sachen maximieren, die alle unter 10 liegen, sogar noch mehr, weil natürlich hier jetzt auch einige Cargo-Boni anfallen. Mal schauen. Also ich glaube, in der Group 1 habe ich, genau, das ist natürlich wichtig, dass die Boni wieder da sind. Und das hier sind zum Beispiel, nochmal maximieren, also Projektmanager brauche ich nicht, den Waterpool, der ist eben auf Overdrive, der wird dann auch disabled, weil ich ja den Overdrive dann auslasse. Der ist jetzt auch schon angezogen. So, das Transfer und Retie benutze ich nicht. Das HTO Accuracy ist ja natürlich schon da, das heißt, es kann aktiv bleiben, das ist okay. Das Boss Retry ist nicht in Verwendung. So, der Gunner Clown ist auch nicht in Verwendung, weil ich das Autoklicken letztlich mitlaufen lasse. Ich habe es ja gerade erst maximiert, das heißt, das bleibt drin. Den AB Money Limit macht keinen Sinn, nur 99% auszugeben. Der kann ruhig die gesamte Kohle auf den Kopf hauen. Ich brauche das Geld ja für nichts anderes als für Waffen. Dann hier, wenn Autobuy disabled ist, ist das nur wirksam. Das heißt, das kann auch deaktiviert werden. Und hier war auch mit dem Clicking, deswegen kommen die raus. Umgekehrt, der Overdrive Lock, der bleibt drin. Weswegen hier, wenn der Overdrive auf 0 oder vielmehr dann auf 1 gesetzt ist, damit der Schadensbonus aktiv bleibt. Das dauert noch ein bisschen, bis 1,17, bis ich den wieder maximieren kann. Aber das passt dann auch hier soweit. So. Genau, jetzt gucken wir mal bei den Waves noch, dass ich natürlich hier die Waves pro Sektor gleich schon mal rausnehme. Und mal gucken, wie viel Feature mir jetzt. Okay, ich bin bis 188 aktuell. Das sind natürlich noch eine ganze Hausnummer, bis die wieder alle verfügbar sind. Aber ich kann ja hier auch jetzt locker munter drauf loskaufen. Die muss ich dann alle nochmal kurz wieder aktivieren, zumindest eben mit dem ersten Level. So, wie weit sind wir jetzt? Wir sind durch. Echt? Das gibt es ja nicht. Ja, das ist natürlich besonders wichtig, dass das Delay noch aufgehoben wird und hier nochmal Waves pro Sektor. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich nur noch bei zwei Waves pro Sektor, was den Durchlauf angeht. Der Boss-Timer ist auch uninteressant. Den kann ich auch disablen, weil da ich den Boss ja eben instant kill, dann passiert da sonst nichts weiter. Ships in Wave, das ist im Moment noch zu teuer, aber gut, das kommt später dann noch. Dass das auch noch ein bisschen die Zeit verkürzt. So, da kann ich bei den Boss, ich weiß gar nicht, ob das die Starting Abilities sind. Auf jeden Fall wollte ich ja nochmal gucken, von den Weapon Parts, mal gucken, was bei WP da so steht. Ja, also eigentlich ist es nur das letzte hier. Dass ich mir jetzt in der Form noch nicht leisten kann, aber einen Großteil schon mal kaufen kann. Aber ich mache jetzt einen Reset. Dann kann der da gleich nochmal von vorne anfangen. Dann habe ich nämlich jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr zur Verfügung und kann da natürlich deutlich mehr rausholen. Und auf jeden Fall dieses hier Feature auf Maximum bringt. Das heißt 25% nochmal als Bonus. Damit sind wir jetzt bei 21,60 und da ist natürlich der Weapon Part Bonus noch gar nicht eingerechnet. So, das heißt, jetzt bin ich bei 2291 und jetzt lasse ich den dann mal loslegen. Ha, meine Mission Points sind jetzt auf 180 auch angehoben, ebenso die Regeneration pro Stunde. Also das ist, soweit ich das verstanden habe, über die Sentinel Resets, auch wenn mir nicht 100% klar ist, wie sich das rechnet oder wo dafür die Kalkulation ist. Aber es steigt auf jeden Fall an. Also falls ihr, ganz am Anfang hatte ich nämlich auch irgendwie, da waren es glaube ich 20, 30, auf jeden Fall musste man da mehr Mission Points haben, als sie überhaupt sammelbar waren. Aber inzwischen ist das ganz gut. Also mit 14 und 180 kommt da jetzt einiges zusammen. Und jetzt mache ich hier natürlich erstmal die Queue voll, weil die dauern jetzt nur eine Minute. Das heißt, es geht ziemlich schnell, dass ich jetzt hier meine Weapon Parts bekomme. Ich werde schauen, dass ich zwischendurch noch ein, zwei Mal hier vorbeischaue, um natürlich dann die nächsten Level hochzustufen. Also wenn ich 7 aufgelevelt habe, dann habe ich noch die Chance, eben ja, gleich wieder noch ein paar Weapon Parts mehr zu bekommen pro Mission.
Aber er braucht jetzt erstmal noch auf jeden Fall 13 Minuten. Dann muss ich hier nochmal auffüllen, bevor er die ganzen Mission Points verbraucht hat. So, hier war jetzt schon das erste Upgrade. Da kann ich gleich beim niedrigsten, den ich hier drin habe, anfangen. Das ist der 28er. Und dem schon mindestens schon mal 2 Level verpassen. Das ändert hier noch nichts. Also erst wenn der nächste Sprung erfüllt ist, eben das hier 247 ist wahrscheinlich der Durchschnittslevel aktuell. Müsste ich mal ausrechnen, ob das hinkommt mit den 280ern. Sind nur 17 Level drunter. Ich vermute mal, die Batterien selber zählen ja nicht für den Durchschnitt. Also kann das schon ganz gut sein. Und das heißt, bei 5 mehr kommt es dann eben zum nächsten Bonus an der Stelle. So, jetzt gilt es nur noch, die Sachen wieder aufzuholen, glatt zu ziehen und ja, das ganze Zeug zu maximieren. So, also die nicht. Im Moment erstmal nur die, die sich direkt maximieren lassen. Und dann die anderen noch zukaufen, da wo ich mir die ersten Level oder dann nur mit einem Level einfach generell das Feature aktiviere, ohne dass ich natürlich schon ausmaxe. Auch wenn hier jetzt wahrscheinlich schon eine ganze Reihe an Features ziemlich auf Maximum gesetzt werden können, weil die ja so viel Geld dann erstmal nicht brauchen oder vielmehr so viel Cargo nicht benötigen. Mal gucken, wie viele Feature hier nachher übrig bleiben, die dann doch deutlich mehr als die hoch 15 Cargos benötigen. Also bis 127 ist da noch einiges entspannt möglich. Ja, das ist schon ein bisschen viel. Das lasse ich mal noch weg, vor allem weil es eh disabled ist und nicht von mir verwendet wird. Ah, genau, der Drohnen-Warmanger, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Das kann ich nachher auch noch umschalten, aber das stelle ich gleich mal ein. Weil ich werde natürlich, wenn ich den Durchlauf gemacht habe, werde ich ihn im Hintergrund wieder laufen lassen und dafür sorgen, dass er weitere Devices einsammelt, aber kein Drohnen-Weapon-Drop, das bleibt aktiv. Natürlich sollen Devices fallen gelassen werden, weil wenn man beides aktiv hat, dann läuft er durch und man kriegt gar nichts. Das ist nicht sehr sinnvoll. Das heißt, da ist es wichtig, darauf zu achten, dass nur maximal eins von beiden aktiviert ist, wenn man die Mission, also wenn man die Item Delivery benutzt. Da wäre auch eine Warnung oder irgendwas noch hilfreich, von wegen, Achtung, du lässt gerade eine Item-Delivery laufen, aber eigentlich bekommst du gar kein Item, weil du willst weder eine Waffe, weder noch ein Device. So, die ich dann natürlich schon gemaxt habe, die brauche ich dann nicht mehr mit dem einen Level dann zu starten und zu kaufen. So, hier sind jetzt schon ein paar teurere. Und die 15er mache ich mal noch einen Bogen, wobei ich mir schon einige 15er leisten könnte, aber eben nicht allzu viele. So, also dann jetzt hier, soweit es möglich ist, zumindest ein Level kaufen. Ich glaube, es sind nur ganz, ganz wenige, die gleich so teuer einsteigen, dass sie mit hoch 16 letztlich jetzt nicht kaufbar wären, zumindest nicht die erste Stufe. Und dann war es das, denke ich, soweit. Mal sehen, welches Maximal-Level bzw. Maximal-Sektor ich dann dieses Mal erreichen werde. Genau, also so sind jetzt schon mal alle mindestens eine Stufe aktiviert. Nochmal nachgucken, ob das Funny-Zeug alles abgeschaltet ist. Nee, das natürlich noch nicht. Okay, das macht zumindest nichts, aber wenn, hole ich mir lieber den Boni für die Disabled Features. So, jetzt wieder das Ausmaxen. Also interessant ist jetzt natürlich die Locked Cargo. Mal gucken, inwieweit die Hamster schon aktiviert sind. Ansonsten die Max Transfer Distance Bonus ist natürlich wichtig. Skip Sektor Reward ist natürlich auch sinnvoll. So, bei Cargo, die sind auch schon alle weg. Also die Hamster müssten ja eigentlich hier, genau, First Hamster, Third Hamster, okay, die sind schon alle maximal. Dann fehlen doch aber noch, habe ich hier echt keinen, ah, okay, von wegen, die sind schon alle gekauft, das ist nur, da hat die Anzeige nicht gepasst. Also es gibt schon noch ein paar Feature, hätte mich jetzt auch doch gewundert, wenn die so schnell durchgekauft werden könnten, weil da waren doch einige noch nicht angezeigt. So, weil das ist leider, dass der da nicht korrekt mitscrollt. So, Recharger, wie viel fehlen jetzt noch? 43, wird langsam schon teuer, aber im Moment sind die Nebeneinkommen schon so hoch, dass ich tatsächlich 1 hoch 16 bekomme.
bis 6 hoch 5, also bis 7 hoch 15. Das heißt, das Unlock, das kann ich auf jeden Fall noch ja, in Kürze durchgehen. Und dazwischen bin ich schon bei hoch 18. Und ich bin auch schon fast wieder beim Max Duration Bonus. Mal gucken, wo hoch der jetzt aktuell schon ist. Mein maximaler Transfer Distance Bonus liegt bei 3600 aktuell. Okay, der ist auch schon fast durch. Das heißt, 6 hat er noch. Das heißt, 3 muss ich nochmal dazu nehmen und dann wäre das auch geschafft. Sobald der durch ist, kann ich dann meine Batterie natürlich wieder rausnehmen und dann werde ich auch das Quacking-Timer-Protokoll wieder aktivieren, damit der dann die Resets macht. Wobei ich natürlich im Moment ihn erstmal noch so weit laufen lassen werde, wie er Sektoren schafft, weil ich kann ja leider an der Stelle jetzt nicht höher reinspringen. Deswegen auch so die Notwendigkeit mit dem Sentinel Starting Sektor. Der hat jetzt kaum zugelegt, weil der Starting Sektor hängt ja davon ab, was Sentinel Level ist in Verbindung mit diesem Sammelprotokoll jetzt. Das ist ja jetzt alles hier das Reset-Protokoll, die Starting Assets. Und das basiert auf Sentinel Level, aber es ist nicht mehr angezeigt, wie das alles gerechnet wird. Und das Linking ist ja jetzt nur, dass ich die 200.000 zusätzlich hier bekomme. Das heißt, den Starting-Sektor kann ich da sofort verwenden. Kann aber jetzt eh schon 374 wieder aufsteigen. Ja, also da werde ich gleich mal noch den nächsten Reset einplanen, der dann auf Auto läuft in 2, 3 Minuten, wenn die Drohne fertig ist. Jetzt habe ich sie gar nicht mehr aufgelevelt, aber das kann ich ja gleich noch nachholen. So, 18.000 Sentinel Points oder 18.000 Weapon Points sind schon wieder zur Verfügung. So, die sind jetzt alle auf 230. Dann nehmen wir da mal die nächsten 5 Level in Angriff. Und damit kommt auch hier jetzt bei 23.000 noch weitere 7 und dann kommt der nächste Bonus. So, hat es geklappt. Ja, okay, das sind jetzt nur 9. Das heißt, da muss noch von einer anderen Stelle auch ein Bonus gegriffen haben mit irgendwelchen Upgrades. Also schauen wir mal weiter, was dann doch noch an Parts eventuell möglich ist, von wegen für den WP-Bonus. Ja, weil hier haben wir nämlich noch ein paar Kandidaten, die da durchaus sinnvoll wären, noch aktiviert zu werden. Also in der Form war das jetzt natürlich nicht, hat es nicht das Maximum rausgeholt, aber es ist sicherlich zu verschmerzen an der Stelle. So, habe ich jetzt eigentlich schon alle? Ne, habe ich noch nicht alle gekauft, aber da jetzt aktuell zumindest genügend reinkommen, ist es jetzt kein Problem, dort auch ohne Reset die letzten 3 noch zu kaufen. So, einer ist schon freigeschaltet, also einer ist schon wieder vom Preis her möglich und die 2, die werden dann auch gleich noch entsprechend mit den Sektoren klappen. Eins fehlt noch. Das letzte Feature wieder. Mal gucken, ist der Bonus eigentlich dann jeweils neu? Also nicht, dass der Bonus nur greift, wenn man. Nee, also der Bonus ist trotzdem aktiv. Ich habe alle gekauft und habe damit auch weiterhin alle freigeschaltet, auch wenn nach dem Reset noch nicht alle zurück sind. So, die Waffen sind schon wieder 1,5 Millionen, vorhin waren wir ja bei 2,6. Die MK-Level kann ich dann auch noch ein paar dazu kaufen. Da gehe ich einfach mal so weit runter, dass die jetzt nicht signifikant ausfallen. So 1 Million kann ich dazu kaufen. Und dann ordnet sich das schon ganz gut ein. Von den Crystals kann ich auch ein paar kaufen, einfach weil es einen Bonus gibt, der sich darauf natürlich bezieht. Und da gehen wir einfach mal bis 15 hoch. Einfach nur nicht, weil ich die Crystals wirklich brauche, sondern einfach nur, weil es einen Bonus gibt. Ich glaube, das war ein Damage-Bonus. Mal gucken. Gucken wir mal in die Dreiergruppe rein. Da habe ich die alle drin. Okay, das sind die Sentinel-Level. In der Zweier müssten die drin sein. Mal gucken. Genau. Total Collar Crystals. Wobei hier der Maximalbonus auf 10.000 beschränkt ist. Aber immerhin, dieser Bonus ist dann ziemlich schnell aktivierbar. Das ist deswegen, also das hier ist ein sehr, sehr hoher Cargo-Spend-Bonus, der sich sehr leicht durch die Collar Crystals aktivieren lässt dann. Weil einfach 10.000% dort dann greifen. Aber ich denke, es gibt auch noch einen Damage-Bonus, der auf die Collar Crystals geht. Genau, also hier sind die Total Collar Crystals.
Das heißt, hier ist ein Damage-Multiplikator, den ich jetzt hier gleich mal ausmaxen kann. Und damit ein 1 hoch 12 Faktor. Und je mehr Kristalle ich natürlich kaufen würde, würde der halt nochmal ansteigen. Aber im Moment reicht mir der auch erstmal so. Das, was sich jetzt maximieren lässt, noch dazu nehmen. Und dann sollte man jetzt auch mit der Drohne durch sein. Das heißt, ich kann den nächsten Reset mit den 18ern machen. Ja genau, hier fehlen ja eh noch ein paar. Genau, da ist jetzt auch der vierte Hamster, der jetzt natürlich noch nicht aktiviert ist. Das heißt, mit dem nächsten Reset geht es um einiges besser. So, Arm Drohnen 3000, ein weiteres Achievement abgeschlossen. Das heißt, mein Drohnenlevel übersteigt jetzt 3000. Sehr schön. So, als nächstes werde ich dann jetzt wieder auf die Item Delivery Mission gehen und letztlich alles auf El Cargo umstellen. So, also das ist die letzte Aktion dann für heute. Also unequip, verliert eine Ladung, ist aber unproblematisch, kann ich also noch 30 Mal einsetzen, bevor ich es dann zerbreche, um letztlich noch ein Gem zu gewinnen aus dem letzten Item. So, jetzt hier erstmal alles wieder raus. Die bleiben sowieso drin, weil sie eh die höchsten Boni geben, weil da gibt es jetzt keinen El Cargo weiter Bonus. Das werde ich später dann noch aktualisieren. Aber hier kommen dann jetzt die El Cargo Devices rein. So, als erstes hier das höchste El Cargo Device. Und dann von dem hier, weil von denen werde ich jeweils eben in diesen Standardfunktionalitäten nur einen einsetzen. Weil ich natürlich dann hier auf Damage gehe. Auch wenn ich die alle mit El Cargo versuche auszustatten, ist trotzdem, dass es mir um den Damage Bonus natürlich geht, um möglichst weiter in den Leveln zu kommen. So, dann kann ich hier eigentlich den Weapon Point Bonus drin lassen. Das spielt jetzt keine Rolle. Hier geht es eher darum, dass natürlich auch das Durchschnittslevel oder dass das Level möglichst hoch sein sollte, während ich jetzt hier nebenbei die Item Delivery Mission laufen lasse. Da maximiere ich jetzt nicht speziell, dass ich hier alles auf Maximum hätte, weil das ist an der Stelle nicht ganz so wichtig. Aber ich kann hier eh noch ein paar Level anheben. 20 ist jetzt hier das niedrigste. Da kann ich zumindest mal noch zwei Level upgraden. Und hier gilt es jetzt natürlich auch noch die beiden El Cargo. Der zweite ist noch nicht vollständig und der erste auch noch nicht. Also einmal El Cargo und einmal dann das höchste Leere. Beziehungsweise einfach das höchste, weil solange das andere ja noch keinen El Cargo Bonus hat, der dafür eingeplant wird. Also das heißt, die Waffe bekommt noch ein El Cargo, zwei Items. Und dann sind die Waffen zumindest so weit ausgestattet, dass sie allen vier Sets entsprechen. So, das war's soweit. Batterien habe ich im Moment keine, die jetzt hier sinnvollerweise eingesetzt werden können. Die werde ich auch bei Gelegenheit immer mal wieder nachfarmen, um vor allen Dingen noch eine WP-Batterie zu bekommen natürlich. Und mal gucken, was die anderen Batterien, also klar, Damage- und Money-Batterien gibt es auch. Die kann man dann halt laufen lassen und mit 55 halten die ja dann auch schon eine ganze Weile durch. Aber mal sehen, was ich da noch sonst nutzen werde. Ansonsten, so, die Drohne ist fertig. Das heißt, ich kann jetzt das Quacking-Timer-Protokoll aktivieren. Und es ist natürlich auf 5 Minuten runtergesetzt. Aber genau, jetzt habe ich es natürlich verpasst, hier gleich den nächsten reinzuhauen. Das heißt, dass ich hier jetzt einfach dir schon mal sage, bitte das nächste Mal bei 210.000 erst resetten. Und mal sehen, wie lange er jetzt tatsächlich braucht. Also bisher war es jetzt eben 9 Minuten. Ich gehe davon aus, dass jetzt mit einem Drittel schneller er auf jeden Fall in 5 Minuten die maximalen 3675 Distance Bonus schaffen sollte. Aber das werde ich mir dann gleich nochmal in Ruhe anschauen. Jetzt geht es erstmal darum, natürlich das Cargo noch auszugeben. So, genau, hier den, boah, der ist teuer. Aber egal, wofür, wenn nicht dafür. Und dann mal schauen, dass ich hier jetzt noch, ja, die erste Stufe ist hier zu teuer, aber für die anderen kann ich hier zumindest mal die Basis aktivieren, bevor ich dann noch gucke, was ich als maximal auslaufe, also welche Feature ich auf Maximum noch bringen kann. Hier das ganze Overdrive kann ich natürlich gleich noch deaktivieren, solange ich das Feature eh nicht nutze. Und dann mal gucken, wie stark sich das Deaktivieren der Overdrive-Sachen gleich noch auf den
Multiplikator auswirkt, weil normalerweise es ist letztlich eine Zehnerpotenz, die ein deaktiviertes Feature etwa bringen sollte. Das heißt aber auch, dass das bei 71 jetzt schon wieder 71.000 Zehnerpotenzen keine sehr große Rolle spielt. Ob der jetzt 15er Potenzen mehr oder weniger hat. Also sobald er hier das nächste Waffen-Upgrade kauft, wird es mit Sicherheit um ausreichende 10er Potenzen nach oben gehen. Nur, dass sich das jetzt natürlich nicht bemerkbar macht, weil die alle viel zu niedrig sind. Mal gucken, wer ist denn hier aktuell Boss? Also wer von euch ist denn jetzt bitte bei 800? Okay, der ist bei 800, Dragonbear ist bei 800. Bafgan ist jetzt bei 8,24 jetzt gekommen, 8,27, okay, da hat er jetzt gerade durchgekauft, also ja, jetzt steigt gerade ziemlich erheblich die Exponentenzahl. Also 56, 63, 63, da oben Black Hole, ja, aber kaum gucke ich oben, also ihr seht, die 10er Expo oder die Exponenten springen so schnell, dass sich da das eine oder andere Disabled Feature dann gar nicht mehr so stark auswirkt, weil in wenigen Sekunden ist da auch ein Vielfaches von solchen Exponenten erreicht. Deswegen ist dann erst zu schauen, grundsätzlich, ob eben der Overdrive einen Gesamtbonus liefert oder ob auch mit Overdrive der Damage dann insgesamt höher ausfällt. Das kann ich gleich nochmal testen. Mal gucken, was ich, wenn ich es direkt einfach umschalte. Bei meinen Abilities, so die Handbremse anzuziehen, also Handchuck disablen. Jetzt ist natürlich das Problem, ich müsste eigentlich den Autobuy deaktivieren, um sicherzustellen, ob da jetzt die Veränderung auf das Enablen oder Disablen zurückzuführen ist. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich eindeutig und der Unterschied ist jetzt nicht so gravierend, also lasse ich das Ding erstmal weiterhin aus. Ich habe mich ja ganz gut dran gewöhnt. Ist nicht zu verwenden. So, also dann kann ich hier jetzt die ersten Damage-Sachen schon mal hochjubeln, wenn auch noch nicht maximieren, zumindest nicht die Damage- und die Money-Sachen, weil die werden da noch ein bisschen mehr Arbeit brauchen. Und vor allen Dingen wäre es mal an der Zeit, hier tatsächlich ein bisschen Frozen Cargo natürlich abzulegen, weil sonst ist es der eine Damage-Bonus, der basiert ja darauf, wie viel Cargo ich habe. Und würde da auf jeden Fall benötigt werden, dass dann ein paar wieder eingefroren werden. Beziehungsweise, ja doch, Freeze Unfreeze Cargo. Also mein Frozen Cargo ist im Moment noch bei 0. So soll das nicht bleiben. So, 1 hoch 17 stelle ich jetzt mal rein. Der Rest ist jetzt wieder die reguläre Tätigkeit, die Sektoren ansteigen zu lassen. Und mich auf das nächste Sentinel Reset vorzubereiten. Irgendwann mal. Mal gucken, in 1, 2, 3 Wochen, keine Ahnung, wie lange ich jetzt in dem Durchlauf bleiben werde. Soweit also für heute von Transport Defender mit der Strategie, wie ich eben diese 4 Spezialisierungen, die ich für meine Drohne verwende, mit dem ganz neuen Feature, das jetzt raus dazugekommen ist, mit den Prestige Points, wofür ihr eben erstmal ein pro 1 Million geklärten Sektoren bekommt. Und eben gut darauf zu achten, wofür ihr tatsächlich die Prestige Points ausgibt und ob das wirklich für euch schon eine sinnvolle Investition ist. Und euch nicht eher im Spielfortschritt deswegen blockiert, weil ihr euch dann die höheren Features gar nicht mehr maximieren könnt, weil ihr eben noch nicht das Cargo-Einkommen dafür habt. Also, soweit für heute von Transport Defender.